So, nach der Supra und der 442 jetzt das dritte Moped, was wir so ein bisschen überholen. Das ist eine Yamaha DT125E, Baujahr müsste 78 sein. Ja, was haben wir damit vor? Man sieht ja hier, der Rahmen ist gelb lackiert, mag dem einen oder anderen gefallen, aber wir finden es nicht so passend. Also der Rahmen soll wieder schwarz werden, der Tank kriegt auch eine andere Farbe. Vorne die Lampe und so, das wurde auch alles überlackiert. Das soll neu lackiert werden, dafür müssen wir sie natürlich auseinandernehmen und gleichzeitig das Ganze so ein bisschen verschönern. Die soll angemeldet werden und auch ein bisschen was hermachen. Vom Motor ist er eigentlich top, die läuft auch ziemlich gut. Ja, also Plan ist jetzt auseinandernehmen, abschleifen, neu lackieren und dann halt einfach wieder so zusammensetzen und mal gucken, was wir noch so finden mittendrin. Ja, wir fangen am besten damit an, dass wir hier die Sitzbank und Tank, so die großen Teile mal runternehmen, dass wir mal sehen, wie es darunter aussieht. Wir haben die jetzt auch noch nicht so lang. Ich habe jetzt gesehen hier, sieht man vielleicht, dass sie hier, die drückt hier so ein bisschen aus dem Kopf raus. Also da machen wir die Kopfdichtung am besten neu. Wenn wir den Motor einmal draußen haben, ist das ja auch eigentlich kein Problem. Ansonsten fangen wir jetzt an damit, dass wir die Sachen langsam abbauen und das Ganze mal so auseinandernehmen, wie wir das eigentlich ja sonst auch immer machen. Ja, wir haben jetzt hier den Tank losgemacht. Ganz interessante Befestigungsmethode hier vom Vorbesitzer. Hier ist wohl die Halterung für den Tank abgebrochen und statt das irgendwie zu schweißen oder, weiß ich nicht, zu schrauben, ist das einfach mit Panzerband hier zusammengeklebt worden, dass das hier den Tank irgendwie runterdrückt. Also da müssen wir auch gucken, dass wir uns da hier die Halterung irgendwie neu dran schweißen oder so. Wir haben schon ganz paar große Sachen raus. Der Auspuff ist ab, wie man sieht. Dafür mussten wir auch hier einen Stoßdämpfer abnehmen. Wir haben den Luftfilter ab. Den Motor können wir jetzt eigentlich auch bald rausnehmen. Da fehlt auch nicht mehr so viel. Und wenn wir den raus haben, ist eigentlich nur noch den Kabelsalat vernünftig abnehmen und die Räder und die Gabel raus. Und dann sind wir eigentlich soweit durch mit dem Auseinandernehmen.